Hallöchen zu einem etwas anderen Video und zwar heute erstmal in groß aus dem Zimmer und darum sind immer die Rollos unten, damit wir nicht so eine Kackbeleuchtung haben, aber es geht um was anderes und zwar um Patreon. Was ist Patreon? Wieso Patreon? Und bin ich mega geldgeil? So sieht's aus, ja klar. Und ich würde sagen, wir sehen uns Patreon einfach sofort mal an. Das ist die Patreon-Seite. So. Patreon, was ist Patreon überhaupt? Patreon ist im Prinzip nichts anderes wie ein Spendendienst. Also wie Streamlabs, wie TippyStream, wie überall, wo man spenden kann. Aber es hat einen schönen Vorteil. Denn bei Patreon kann man einstellen, welches Spendenlevel was für einen Reward bekommen soll. Und wir gucken uns die Seite einfach mal an. Wir sehen hier schon, ne, das kennen wir ja, das Kanal-Banner und das kennen wir auch und so weiter. Und in der Mitte habe ich einfach mal hingeschrieben, was du hier, warum Patreon und wer bin ich überhaupt? Für die Leute, die mich vielleicht nicht so kennen, aber gut. Und hier an der Seite gibt es verschiedene Rewards. So, es gibt das kleine Ferkelchen für 1 Dollar im Monat. So, es gibt das geile Schweinchen für 5 Dollar im Monat, die geile Sau für 10 und König der geilen Schweine für 20 Dollar. So. Im Monat, habe ich jetzt ganz oft gesagt. Genau, Patreon ist etwas, wo man monatlich im Prinzip spendet. Ne? Wenn man sagt so, hey, den finde ich voll gut, den möchte ich im Monat unterstützen mit einem Dollar, dann macht man das einmal und das wird automatisch gemacht. Super Sache für Künstler. Auch YouTuber, der Begriff ist Käse, sind Künstler. Und früher hat man auf der Straße gesessen, früher hat man Gitarre in der Stadt gespielt, macht man heute auch noch, aber dann doch eher YouTube-Videos oder so. Aber Patreon ist einfach eine Möglichkeit für Künstler, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So. Jetzt denkt ihr, Alter, du gammelst doch nur Geld von anderen. Nein, eigentlich nicht. Man bietet ja auch was dafür. Ja? Man bietet auch was dafür. Und zwar, bei 5 Dollar bekommt man zum Beispiel alle Tutorials als Download. Das heißt, ich werde auf Patreon einmal im Monat eine ZIP-Datei machen mit allen Tutorial-Welten und die immer aktualisieren und die dann hochladen bei Patreon. Und wenn man ein Patrone ist für 5 Dollar im Monat, dann hat man den Download-Link. So. Okay. Wenn man eine geile Sau ist, bekommt man das auch, aber man bekommt eine handsignierte Autogrammkarte. Das heißt, ich kann bei Patreon hingehen und kann sagen, hey, wenn jemand ein Patrone ist für mehr als 10 Dollar oder 10 Dollar und mehr, dann frag bitte direkt, ob er mir seine Adresse gibt. Ja, also du wirst dann gefragt. Und dann schicke ich dir an diese Adresse, die hinterlegt ist bei Patreon, schicke ich dir eine Autogrammkarte, die ich von Hand beschrieben habe. So. Oder als König der geilen Schweine bekommt man alles, sowohl Tutorials als auch Livestream, als auch eine Autogrammkarte und wir quatschen eine Runde im Skype. So. Das sind alles Dinge, die bekommt ihr als Dankeschön dafür, was auf YouTube nicht möglich ist, weil bei Patreon kann ich alles einstellen. Und jetzt, der Clou an der Sache ist, wir sind 30.000 Abonnenten jetzt. Eigentlich unheimlich viel, 30.000, wenn ich mal überlege, das ist echt so ein kleiner Ort, ne? So ein ganz, egal. Und wir nehmen mal an, jeder von diesen 30.000 hat einen Dollar übrig, das sind 80 Cent. 80 Cent im Monat. Die spende ich auch jeden Monat woanders hin. Ja, sogar ein bisschen mehr. Aber ich bin auch Patrone woanders. Und wenn das jeder übrig hätte, dann hätten wir ein Kontingent an Geld, wo man dann sagen kann, hey, man kann sich Equipment holen, man kann auch Outdoor-Videos machen, man kann mehr Videos machen, man kann viel mehr auf Dinge eingehen, man kann ganz viele Sachen machen. Man kann Giveaways machen, man kann die Spenden so zurückgeben in die Community, man kann einfach so viel machen. Man hat mehr Zeit und mehr Möglichkeiten, wenn jeder 80 Cent übrig hat. Die gibt jeder in irgendeiner App aus, oder? Und deswegen ist Patreon eine super Sache für Künstler, für YouTuber, für Instagrammer, für Musiker, für Maler, für einfach alle, die Künstler sind. Und meine Sache oder meine Aufgabe oder Auftrag eigentlich ist einfach nur, Leute, jede 80 Cent im Monat, die hat jeder, aber nicht jeder hat PayPal oder eine Kreditkarte oder so, das ist mir klar. Und
Manche wollen es auch gar nicht. Und die müssen auch nicht. Hier wird keiner dazu gezwungen. Ja? Ich möchte nur einfach sagen, ich mache YouTube sehr gerne. Ich mache sehr gerne Spaß, ich mache sehr gerne Videos, ich unterhalte sehr gerne Menschen. Das ist eigentlich der Punkt. Und mit nur 80 Cent im Monat von jedem der 30.000, ich würde sofort losrennen, würde meinem Chef sagen, weißt du was, komm hier, mach deinen Käse selber, ich komm nicht wieder. Und ich würde direkt noch 2-3 Projekte auf YouTube starten. Ich würde direkt mehr Community-basierte Sachen machen. Ich würde direkt mehr streamen. Ich würde direkt einfach mehr für uns machen. Denn es gibt so Dinge, die machen das schwierig. Wie zum Beispiel, das sehen wir hier, werbeunfreundlich. Ich habe ein Video zum Beispiel, das heißt Leichenkeller. Das Video ist sofort werbeunfreundlich. Nur wegen diesem Titel. Es ist kein Tag dabei. Es ist kein. In dem Video ist ja keine Gewalt oder sowas. Es ist Minecraft. Es ist ein Livestream, der so heißt, wo wir in der Krypta unten die Gräber gemacht haben. Es ist einfach totaler Schwachsinn. Und das macht es schon unheimlich schwierig, auf YouTube Geld zu verdienen. Dazu kommt noch angenommen, man verdient 1.000 Euro mit YouTube. Nur mal so, damit ihr euch das vorstellen könnt. YouTube bekommt einen Teil davon. Sagen wir einfach mal 50%. Dann hast du von den 1.000 Euro noch 500 Euro. Wenn du dann noch in einem YouTube-Netzwerk bist, dann kriegt das Netzwerk auch noch was davon. Das heißt, letzten Endes kriegst du von den 1.000 Euro, die mit Werbung über deine Videos generiert wurden, gemacht wurden, kriegst du vielleicht noch 300. Und das musst du versteuern. Das heißt, von diesen 300 bleiben dann noch 220 übrig. Und umgedreht heißt das, wir müssen auf YouTube 10.000 Euro Umsatz fahren, damit wir nach Abzug von YouTube, nach Abzug vom Netzwerk, nach Abzug von allem mit 2.000 Euro da stehen. Und mit diesen 2.000 Euro muss ich dann meine Miete bezahlen, muss ich mein Essen bezahlen, muss ich meinen Strom hier bezahlen, muss ich Equipment bezahlen, muss ich alles bezahlen. Und noch werbeunfreundlich. Das heißt, wir müssen eigentlich, wenn jedes zweite Video werbeunfreundlich ist, müssen wir 20.000 Euro im Monat theoretisch machen. Ne? So. Und deswegen wende ich mich an euch, um euch ein bisschen Patreon zu erklären, um euch zu zeigen, was ihr bekommt. Und gleichzeitig für uns eine Abhängigkeit zu erfragen. Ich frage nur, ob jeder von euch 80 Cent übrig hat. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Für mehr Videos, für bessere Qualität, für eine Autogrammkarte, für... Ne? Ich möchte das auch zurückgeben. Ich möchte nicht hier sitzen und sagen, hey, gib mir dein Geld. Das mache ich nicht. Habe ich vorher nicht getan, werde ich auch in Zukunft nicht tun, weil das macht man nicht. Aber das ist Patreon und ich wollte es euch einfach mal zeigen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr 80 Cent übrig habt, könnt ihr es gerne tun. Wenn ihr mehr übrig habt, auch voll in Ordnung. Wenn ihr sagt, kann ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht, darf ich nicht, auch alles okay. Ja, es ist alles freiwillig. Aber der Link ist in der Videobeschreibung. Schaut es euch an und dann entscheidet selber. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, wie immer, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Nicht-Minecraft. Verwirrt.